Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Hallo. Agathe? Noch mal zurückgekommen, Herr Doktor? Ja, ich habe was vergessen, aber ich fahre gleich wieder weg. Aha, weil Sie Ihren Wagen wieder in die Garage fahren haben. Ja, ich habe nur noch ein paar Hausbesuche in der Nähe. Ich gehe zu Fuß. Ja, also ich gehe dann. Ja, komm bitte. Sie haben keinen Wunsch, Doktor? Nein. Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren. Ja, kommen Sie rein. Rein? Die Herrschaften haben es eigentlich lieber, wenn ich das hier draußen mache. Ich nicht. Sie wollen? Ah, Doktor. Wohin denn? Darüber ins Haus. Na, kommen Sie. Na, kommen Sie doch. Wir haben eine Menge Messer und Scheren zu schleifen. Fein. Machen Sie die Tür zu. Aber so eilig ist es ja doch nicht. Was zu trinken? Wenn Sie schon fragen, Herr Doktor, da sage ich Ihnen nein. Was ist es denn? Cognac?
Den kriegt man gewöhnlich nicht in solchen Häusern. So? Aber reinlassen tun sie einen auch nicht. Dankeschön. Man kann es den Leuten ja nicht verdenken, ne? Prost, Herr Doktor. Prost. Oh, der ist gut. Na, keiner weiß mal, wo der hingeht. Na, ich sagte schon, man kann es den Leuten nicht verdenken, nach dem, was alles heutzutage so passiert, Herr Doktor. Mein besten Dank. Wollen Sie noch einen? Herr Doktor, werde ich unbescheiden sein. Aber ich habe ja genug da. Danke vielmals. Bitte. Danke sehr. Sagen Sie, wie lange machen Sie denn das schon, Scheren schleifen? Über 20 Jahre. Ja. Verheiratet? Ja, im Schwäbischen. Ja, so weit drum? Ich hab so meine Tour, ne? März, April geht's los. Baden-Württemberg und dann ins Fränkische rüber. Ah, eine feste Tour? Oh, fest ist gar nichts. Wo schlafen Sie denn so? Immer so in so Dorfkneipen, mein Doktor. Aha. Aber dann weiß doch niemand, wo Sie sind. Na, kein Mensch. Warum auch, Herr Doktor? Warum auch? Ja. Nochmal Prost. Mein besten Dank, Herr Doktor. Kann ich jetzt mit der Arbeit anfangen? Wo haben Sie nicht mehr so die Scheren? Warten Sie doch mal. Ich glaube, ich habe da ein paar Kleidungsstücke für Sie von meinem Bruder. Der ist gestorben. Ja, der hat ungefähr Ihre Figur. Boah, Herr Doktor, das wäre... Doktor, das sind doch nicht... Alte Sachen sind doch das nicht. Ja, aber das passt doch jedenfalls, ne? Ich glaube schon, aber Schuhe und Strümpfe auch? Naja, ich sag dir doch, ich kann nichts mehr damit anfangen. Ne? Wenn ich das darf, das ist ja großartig. Aber das ist doch eigentlich viel zu schade für mich, Herr Doktor. Ziehen Sie das an. Wollen Sie baden vorher? Naja, da kommen Sie doch sonst nicht zu. Das ist überhaupt eine Idee, ich lasse Ihnen Wasser ein, kommen Sie. Ja, aber Herr Doktor... Ja, und rasieren auch. Ne? Rasieren? Na ja, wenn Sie das anziehen, können Sie doch nicht so. Ja, ne? Stimmt. Kommen Sie. Da. Grüß Gott, Dr. Brenner. Grüß Gott. So, Doktor, sowas habe ich auch noch nie angehabt. Das Hemd ist ja Seide. Aus Italien. Passt jedenfalls. Ja. Ausgezeichnet. Drehen Sie doch mal um. Das ist ja großartig, wie das passt. Ihr Wohl? Danke sehr, Herr Doktor. Kann ich nur die Messer und Scheren haben? Wohl, so arbeiten kann ich ja nur eigentlich nicht. Warten Sie das an.
Warum soll ich denn das Amber halten? Drehen Sie um. Setzen Sie sich dahin. Herr Soxer, was ist denn? Was ist denn mit mir, Herr Doktor? Was denn? Was denn? Was ist denn los? Was denn? Was denn? Sie sind ja schweißüberströmt. Sind Sie krank? Nein, ich weiß nicht. Hab nur was zu trinken gesucht, ich habe aber nichts gefunden. Im Kühlschrank? Ja. Was wollen Sie denn? Eine Flasche Bier. Ist doch hier alles. Dann gib sie her. Und Sie sagen, Sie haben nichts gefunden. Machen Sie mich nicht nervös, geben Sie mir ein Glas. Bitte. Ah! Sehen Sie mich nicht so an. Die Flasche ist mir aus der Hand gefallen. Ich sag ja, Sie sind krank. Unsinn. Wischen Sie das auf.
Ich habe Ihnen Ihr Bier hingestellt. Ja, danke. Haben Sie gebadet, Doktor? Wie kommen Sie darauf? Weil unten kein heißes Wasser läuft. Ja, ich habe gebadet. Oh. Aber nein, gehen Sie nicht drüber, ich räume schon auf. Sie? Ja, bitte, wie Sie wollen. Ja. Agathe! Ja? Agathe, bitte entschuldigen Sie, dass ich so unhöflich zu Ihnen war. Ich fühlte mich nicht ganz wohl, aber jetzt geht's ja schon wieder. Hatte ich direkt schon Angst? Nein, dazu war nun keine Veranlassung. Ja, ist gut, danke. Ja, bitte, Herr Doktor. Erich? Ja, was, Barbeck? Ich muss Barbeck sprechen. Sag ihm, ich hab ihn. Ihr Gespräch, Herr Doktor. Barbeck? Ja. Ja, es handelt sich doch jetzt nur um... Mein Gott, ich habe nicht viel Zeit, Sie werden es doch verstehen. Also wann? Mein Gott, Barbeck, was verlangen Sie denn von mir? Sie müssen auch bitte an meine Situation denken. Ja. Ja. Jawohl. Hello. Come in. That is very nice, you know. That is fabulous. Danke. Herr Brenner? Herr Doktor! Es ist 9 Uhr. Guten Morgen. Seit 3 Tagen schlafen Sie wie ein Toter. Sie sind ja gar nicht wach zu kriegen. Sie irren sich, ich tue überhaupt kein Auge zu, nur in der Früh schlafe ich ein wenig. War ein Anruf für mich? Nein. Ja, vielleicht haben Sie es überhört? Nein, allerdings, ich war einkaufen. Ja, wieso? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen das Haus nicht verlassen, bevor ich auf bin. Was soll ich denn machen? Es ist 9 Uhr. Ja, mich wecken, mich rauswerfen. Ja, ist schon gut. Übrigens, ich hab den Hauser getroffen. Er sagt, er hat Zeit, das Bootshaus zu machen. Das Bootshaus? Ja, ich habe gesagt, er kann kommen. Ja, wie kommen Sie denn so? Wie können Sie denn sowas sagen, das Bootshaus? Ich will den Mann nicht sehen, sagen Sie ab.
Aber Doktor, die Handwerker kommen doch, wann sie wollen. Fahren Sie hin, sagen Sie ab. Bitte, wie Sie wollen. Aber kommen tut er da nicht mehr. Haben Sie alles? Ja, ich hab alles. Ja, Brenner hier. Wann? 11 Uhr? Das sind ja nur 2 Stunden bis dahin. Ja, wie soll ich denn das machen? Zwei Stunden? Die sind ja wahnsinnig. Was denken sich die Leute denn? Agathe? Ja? Was ist denn? Ja, ich bleibe zu Hause heute. Sie können Ihren freien Tag nehmen. Wollen Sie nicht zu Ihrer Schwester rüberfahren? Aha. Ja, tun ja, Sie aber das. Tun Sie das. Aus Rom mit Kurswagen aus Genua. Planmäßige Ankunft 11 Uhr. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Wo kommt denn der her? Aus Genua. Der Tote aus Genua? Ja. Sind Sie der Angehörige? Ja, ich bin der Schwager. Mein Name ist Weingarten. Gehen Sie. Komm auf! Kaminski. Wo ist denn? Babek lässt grüßen. Ist nicht da? Er sagt, auf Dr. Brenner kann man sich verlassen. Ich sehe, man kann. Nimm doch Platz. Willst du ein Whisky? Nein, danke. Trinkst du nicht mehr? Nicht jetzt. Irgendwas schiefgegangen? Nein, aber... Erich, ich fahre durch die Stadt. Ich weiß nicht Bescheid. Ich muss fragen, bis ich das hier finde. Und ich habe einen Toten hinten drin. Zwar im Kofferraum, aber immerhin einen Toten. Ja, gib mir doch einen. Wer ist es? Ein Scherenschleifer. Lief er einfach so über den Weg? Ja, ich kann von Glück sagen. Ihr wolltet einen Toten und ich hatte keinen. Ist ja nicht mehr so einfach wie früher, nicht? Der Wagen ist abgesperrt. Kofferraum. Ja, was geschieht nun?
Ich habe ja wohl mit der Sache nichts mehr zu tun, oder? Nein, nein, keine Sorge. Die Sache ist in Italien geschehen, in Genua. Aber eines muss ich dich noch fragen, wie du es gemacht hast. Wie gemacht? Ja, wie du ihn umgebracht hast. Hm. Spielt das eine Rolle? Oh ja, für den gerichtsmedizinischen Befund, ja. In meiner Fischreise. Ich habe ihn da. Und dann... Ihr wolltet ja unbedingt einen Ertrunkenen. Ja, Babek dachte mir an einen normalen Ertrunkenen, einen Schwimmer, einen Segler. Du wohnst ja in einem See schließlich. Aber natürlich, so war es einfacher und bequemer für dich. Schwimmer, Segler. Seit Wochen haben wir ja keinen Wind mehr gehabt. Ich habe Babek wohl auch ganz richtig verstanden. Ja, was ist nun? Bekomme ich nun? Hier, mit bestem Dank von Babek. Seid ihr fertig? Ja. Aber ihr wollt mir nicht sagen, worum es eigentlich geht? Nein, du kennst den Mann nicht. Aber er ist in Genua ertrunken, ja? Ja, das ist er. Am 28. Nachts um 11. Aber ich empfehle dir, das zu vergessen. Tut mir so leid. Er ist schon beerdigt. Aber wieso denn? Ja, wir konnten nicht länger auf dich warten. Ich verstehe das nicht. Ich habe dein Telegramm einfach nicht bekommen. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich weiß auch nicht. Wie ist das eigentlich passiert? Er ist ertrunken. In Genua, im Hafen. Ertrunken? Ja. Er ist von einem Schiff gefallen. Von Bord eines Schiffes. Die Italiener haben alles aufgenommen. Was hat er denn in Genua gemacht? Er machte Aufnahmen, eine Reportage. Ich weiß nicht genau, über was. Hast du ihn nochmal gesehen? Ja. Ich musste auf die Polizei. Dann haben sie den Sarg nochmal aufgemacht. Hast du einen neuen Wagen? Ja. Was macht er in Genua? Ich wusste doch immer, wo er hinfuhr. Er wollte nach Rom, nicht nach Genua. Tja, ich weiß auch nicht. Er hat nicht geschrieben? Nein. Es kann kein Verbrechen sein. Aber nein, wie kommst du darauf? Sein Tod ist doch untersucht worden. Ich meine, die haben eine ausgezeichnete Polizei in Genua und hier ist doch auch alles Mögliche angestellt worden. Ich meine, gerichtsmedizinisch. Nein, nein, er ist ertrunken. Wie kann ein Mensch ertrinken, der schwimmen kann? Gut schwimmen. Er war doch sehr sportlich. Ja, er hatte ein schwaches Herz, hat man festgestellt. Im gerichtsmedizinischen Institut. Hier, nicht in Genua. Trinkt im Hafen von Genua. Man kann ja nichts ändern, Marianne. Man muss ja weiterleben. Du kannst Babek jetzt sagen, es sei alles in Ordnung. Der Fall ist abgeschlossen. Verzeihen Sie bitte, ich hätte eine Frage. Ich kaufe nichts an der Tür. Ja, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Ich habe Ihnen gesagt, ich kaufe nichts an der Tür. Dankeschön. Verzeihung, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Ein Scherenschleifer? Nein. Hier ist doch kein Scherenschleifer durchgekommen, Wilma. Eben hast du dich noch darüber gefreut, dass deine Gartenschere endlich wieder schneidet. Ja, richtig, hier kam ein Scherenschleifer durch. Wie ging er weiter? Ja, ich glaube, darunter. Danke. Aber das sind schon 2-3 Wochen her. Bin Sie...
Es handelt sich um meinen Vater. Er meldet sich einfach nicht mehr. Aber er war hier in dieser Gegend, das wissen wir. Ja. Na, danke schön. Bitte sehr. Verzeihung, haben Sie vielleicht vor etwa 2-3 Wochen in dieser Gegend einen Scherenschleifer gesehen? Nein. Danke. Drei Wochen in dieser Gegend einen Scherenschleifer gesehen? Nein. Danke. Können Sie mir vielleicht sagen, ob hier vielleicht vor 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen ist? Agathe? Verzeihen Sie bitte, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Verzeihen, ich wollte Sie fragen, ob Sie vor 2-3 Wochen einen... Das haben Sie mich doch schon einmal gefragt. Ach ja, verzeihen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn los? Ach, der sucht einen Scherenschleifer. Ja, er musste vor etwa 2-3 Wochen hier gewesen sein. Wenn Sie sich vielleicht erinnern? Na, nicht, dass ich wüsste. Aber vor 2-3 Wochen, sagen Sie? Ja, in den anderen Häusern hier war er. Na, ist nämlich so, ich hab da einen Schleifstein gefunden. Also von uns ist der nicht... Ein Schleifstein? Ja, wenn ich mal sehen darf. Bitte. Ja, was denn für ein Schleifstein? Weiß ich doch nicht. Warum nicht mal? Ich muss mal eben nachschauen. Ich soll irgendwo hinlegen. Einen Moment. So, hier irgendwo. Ja, da. Ja. Was? Ja. Das sind die Handschleifsteine, die mein Vater benutzte. Das sind sie. Also wollen Sie einen solchen Stein anken sehen, wem der gehört? Mein Name ist Krupka. Wo fanden Sie den Stein? Oh, von der Gartentür dahin. Aber von einem Scherenschleifer, der das verloren haben könnte, wissen Sie nichts. Na. No. Sie auch nicht. Das haben Sie mich jetzt schon zum dritten Mal gefragt. Nein. Verzeihung. Das heißt überhaupt verschwunden. Solche Leute haben doch keine feste Tour. Die leben doch wie die Zigeuner. Der wird sich schon wieder einfinden. Geht es da zum See? Ja, das sieht man doch. Mein Gott, das artet aber nun wirklich in Belästigung aus. Ach, der junge Mann ist doch ganz höflich. Verzeihung. Auf Wiedersehen. Gib mir Barbeck. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss unbedingt Barbeck sprechen. Einen Augenblick, Herr Kuckler. Ich rufe wieder zurück. Der junge Mann nochmal, Herr Doktor. Guten Abend, Doktor. Darf ich? Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten. Nur ein paar Minuten. Ja? Doktor? Irgendetwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Wie meinen Sie denn? Ihre Aufregung verstehe ich nicht. Ich bin aufgeregt? Ja. Bitte setzen Sie sich. Cognac? Danke. Doktor, mein Vater ist die Seestraße heraufgekommen. Man erinnert sich an einen Scherenschleifer. Bis zu diesem Haus.
Weiter rauf hat ihn niemand mehr gesehen. Und was schließen Sie daraus? Dass hier, Doktor, hier, irgendetwas gewesen sein muss. Ihr Eifer in allen Ehren, aber vielleicht hat er seinen Schleifkarren eingepackt und die Gegend gewechselt. Warum sollte er das tun? Ja, warum sollte es nicht tun? Ich glaube das nicht. Es ist was passiert mit ihm. Wie kommen Sie nur darauf? Mein Vater schickte meiner Mutter Geld. An jedem Ersten. Solange sie denken kann, hatte sie am 2. eines jeden Monats eine Überweisung. Diesmal nicht. Und meine Mutter sagte, fahr los. Es ist was passiert mit ihm. Na hören Sie, er hat es vielleicht vergessen, nicht? Und das Geld ist fehlgeleitet. Ja? Verloren gegangen. Nein, Doktor. Mein Vater liebte das Leben, das er führte. Er hätte sich niemals ein anderes gewünscht. Aber er war kein Landstreicher, wenn Sie das glauben. Ach, glauben, ich glaube gar nichts. Ich habe Ihren Vater ja gar nicht gekannt. Ich meine, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich bin Journalist, Doktor. Ganz unabhängig. Und gewöhnt daran, an der Sache zu bleiben. Ich habe mir im Gasthaus hier ein Zimmer genommen. Ich komme so oft wieder, bis Sie mir sagen, was Sie über meinen Vater wissen und was hier passiert ist. Guten Abend, Doktor. Erich, das ist er, wohnt im Gasthof, keine 200 Meter von hier. Die Sache muss schnellstens geregelt werden. Dazu bin ich ja hier. Standortmeldung, Seestraße 12, Haus Dr. Brenner. Nein, wir haben noch keine Nachricht. Ja? Jawohl. Ja, gut. Wir warten. Ende. Es gibt keinen Anlass, nicht den geringsten, irgendetwas anderes anzunehmen. Wir haben es hier zunächst einmal mit Dr. Brenner zu tun, der ertrunken ist. Der in seinem Bootshaus irgendetwas suchte wahrscheinlich, ich weiß nicht was, ausrutschte, ins Wasser fiel und ertrank. Aber Herr Kommissar, ich habe Ihnen doch gesagt. Ich weiß, dass Sie Ihren Vater suchen. Mit ihm irgendetwas passiert ist, und zwar im Haus von Dr. Brenner. Aber das vermuten Sie doch. Aber ich habe dem Dr. Brenner seine panische Angst doch angesehen, als ich ihm sagte, ich komme morgen wieder. Und ich komme morgen wieder und er ist tot. Und da sehen Sie keinen Zusammenhang. Nein. Das ist doch nur ein Gefühl, das Sie haben. Was soll ich denn damit anfangen? Wir untersuchen den Fall und wenn wir auf einen Scherenschleifer stoßen, dann sagen wir Ihnen Bescheid. Ja, ich sage Ihnen gleich, dass ich nicht so lange warte. Der Tag, an dem ich den Schleifstein gefunden habe, ja, warten Sie mal, das war, ich kam vom Einkaufen und die Wäsche habe ich noch abgeholt. Mhm. Den Wäschezettel, den müsste ich ja eigentlich noch haben. Moment mal, das war am 28. Am 28. Ja, ich erinnere mich noch genau an den Tag. Irgendwie war er krank, der Doktor. Krank? Pitschnass. Schweißüberströmt war er. So habe ich ihn noch nie gesehen. Er ist ja dann noch zu Hause geblieben. Erst am Abend hat er sich umgezogen und ist ausgegangen. Und ich sagte noch, ob das richtig ist. Weiter? Was weiter? Na, sehen Sie weiter. Dann habe ich ihm die Flasche Bier aufgebracht. Da hat er gesessen. Am Schreibtisch. Irgendwie war er ganz abwesend, hat mich angesehen, dass ich dachte, na, sieht der Mann mich überhaupt? Hatte er das in der Tasche? Ja. Er ging in Bars, Sherry, zwei Whisky, ein Telefongespräch. An dem Tag, als er krank war, am 28. Am 28. Da hat er immer seine Besuche eingetragen. Hohmann. Wer ist denn Hohmann, ein Patient? Hohmann kenne ich nicht. Zwei Ausrufungszeichen dahinter. Nein, Patient ist das nicht, die kenne ich ja alle. Ach, wissen Sie, seine Praxis war ja gar nicht mehr so groß. Da war so ein Prozess vor einiger Zeit. Prozess? Darf ich mal an den Schreibtisch? Ja, ach, vom Krieg her noch so eine Geschichte. Da sind dann viele Patienten gar nicht mehr gekommen. Was ist denn das? Eine Todesanzeige.
von einem gewissen Hohmann. Wiederum zwei Ausrufungszeichen dahinter. Ein Food-Reporter. Kenn ich nicht. Warum hat er sowas im Schreibtisch? Keine Ahnung, was ist denn mit dem Mann? Ertrunken im Hafen von Genua. Am 28. schreibt er in seinem Buch Hohmann, zwei Ausrufungszeichen dahinter. Die Todesanzeige ist vom 3., wonach ein gewisser Hohmann am 28. im Hafen von Genua ertrunken ist. Das weiß ich nur auch nicht. Und am 28. verliert sich auch jede Spur von meinem Vater. Darf ich das mal behalten? Ja, ja. Guten Tag, verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Krupka. Ich möchte zu Hohmann. Das ist doch richtig hier. Ja, ich bin Marianne Hohmann. Wenn Sie zu meinem Vater wollen... Ihr Vater ist am 28. vorigen Monats in Genua ertrunken. Stimmt das? Ja. Deswegen komme ich. Bitte. Dankeschön. Dr. Brenner? Mhm. Nein, den kenne ich nicht. Kannte Ihr Vater diesen Mann? Ja, das kann natürlich sein. Entschuldigen Sie, aber das ist alles aus einem ganz bestimmten Grund sehr wichtig für mich. Hat Ihr Vater vielleicht ein privates Telefonbuch, Adressbuch? Ja. Das ist nicht mehr gut zu lesen. Das hat lange im Wasser gelegen. Brenner. Nein, was ist mit diesem Dr. Brenner? Es muss da einen Zusammenhang geben. In seinem Notizbuch, da ist Hohmann eingetragen. Am 28. zwei Ausrufungszeichen dahinter. So fest, dass es fast das Papier zerfetzt hat. Was war in Genua? Waren Sie dort? Nein, ich war gerade in Jugoslawien im Urlaub. Als ich zurückkam, war er schon beerdigt. In Genua? Nein, hier. Er ist überführt worden. Mein Onkel hat alles für mich erledigt. Entschuldigen Sie. Was höre ich da? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Krupka. Ja. Und, was wollen Sie? Aber ich hab's dir doch gesagt. Ja, hat er dir den Grund gesagt, weswegen er herkommt? Weswegen denn? Der eigentliche Grund ist... Entschuldigen Sie, dass ich noch nicht darüber sprach. Ich suche meinen Vater, der spurlos verschwunden ist. Man sah ihn zuletzt am Starnberger See. Ein Mann von 57, groß, dunkel. Ja. Ja, und? Sie kommen zu uns, weil Ihr Vater verschwunden ist. Na, hören Sie mal, warum denn ausgerechnet hierher? Ein gewisser Dr. Brenner brachte mich darauf. Ich fragte auch ihn nach meinem Vater. Er war ungefähr so nervös wie Sie. Was heißt nervös? Ich bin überhaupt nicht nervös. Entschuldigen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Was meint dieser Mann? Du hast recht, du bist wirklich nervös. Warum? Mein lieber Herr Weingarten, was haben Sie auf dem Herzen? Sie sehen ja ganz verstört aus. Haben Sie schon gehört? Ja, ich habe gehört, dass Sie entsetzt sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was nehmen Sie, Kaffee, Tee? Nein, nein, danke. Für mich ein Cognac, bitte. Ja, mein lieber Herr Weingarten, ich höre, dass Sie nicht wissen, was Sie tun sollen. Stimmt das? Ja, deswegen bin ich hergekommen. Was soll ich denn tun? Oh, wollen Sie mich das fragen? Das ist doch einzig und allein Ihre Angelegenheit. Brauchen Sie eine Zigarre? Nein, danke. Wieso ist es meine Angelegenheit?
Nun, ich will Ihnen gerne sagen, wie wir über die Sache denken. Brauchen Sie eine Zigarre? Nein, nicht. Wir kamen zu Ihnen, wir haben Ihnen gesagt, Ihr Schwager ist tödlich verunglückt, er ist ertrunken in Genua, wir haben seine Leiche gesucht, aber leider nicht gefunden. Es liegt uns aber sehr viel daran, ich meine, die Gründe spielen keine Rolle, dass er in München begraben liegt. Scheinbar begraben liegt, offiziell begraben liegt, bestätigt von der Polizei in Genua und in München. Genua haben wir übernommen, München Sie. Sie haben den trauernden Anverwandten sehr gut gespielt. Sie haben gesagt, ja, der Mann da im Sarg, das ist er, das ist mein Schwager, das ist Humann. Und wir haben Sie dafür bezahlt. Wir haben Sie sehr gut bezahlt. Dafür und für die Folgen. Na, Menschenskind, Sie werden doch einen Ausweg finden. Wie denn? Na, wenn Sie wie denn fragen. Ich weiß doch nicht. Danke. Dieser junge Mann ist nicht abzuschütteln, er geht mir dauernd nach. Aber er weiß nichts. Er fragt, er sucht, er lässt nicht locker. Aber er weiß nichts. Wenn er was erfährt? Na, das darf er natürlich nicht. Aber es ist doch nicht schwer. Wieso? Oh, seien Sie nicht so schwer vom Begriff. Sie haben doch alle Möglichkeiten, ihn total daran zu hindern, etwas zu erfahren. Hm? Total? Was meinen Sie mit total? Ja. Ein für alle Mal. Das kann ich doch nicht. Sie meinen, dass ich ihn... Ich bin doch kein Verbrecher. Nun, Sie haben nach einer Lösung für Ihr Problem gesucht. Ich habe Ihnen eine gesagt. Natürlich liegt es mir ferne, Ansichten, die Sie haben, in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Hallo? Sind Sie Herr Babek? Herr Babek ist noch nicht da. Sag doch bitte am Telefon, man möchte es in 10 Minuten noch mal versuchen. Nun ja, mein lieber Herr Weingarten, Sie entschuldigen mich, ich habe zu tun. Sie werden schon eine Lösung finden für Ihr Problem. Leben Sie. Warum wollten Sie das Grab sehen? Ich weiß es nicht genau. Sie glauben, es ist ein Verbrechen? Ja, das glaube ich. An meinem Vater bestimmt, an Ihrem vielleicht auch. Und beide Fälle gehören auf irgendeine Weise zusammen. Ihr Vater ist im Hafen von Genua ertrunken, Umstände rätselhaft. Mein Vater verschwand am Starnberger See. Vielleicht ist er auch ertrunken. Mein Gott, ja, natürlich. Das Haus liegt direkt am See. Das Haus von Dr. Brenner, von dem ich Ihnen erzählt habe. Kommen Sie, ich fahre gleich nochmal raus. Guten Tag. Ich hätte gern Blumen, einen Strauß oder eine Schale vielleicht. Können Sie das an ein Grab schicken lassen? Freilich. Welches ist es denn? Oh Mann, es liegt... Der Fotograf. Dann weiß ich schon, wo es liegt. Wir haben ja die Gräberpflege. Also, was darf sein? Vielleicht die Schale da? Es war nämlich vorige Woche schon ein paar Herren da und haben danach gefragt. Oder vielleicht ein paar Asterin. Sagen Sie, wonach gefragt? Nach dem Grab von Humann? Ausländer waren es. Ausländer, sagen Sie? Ja, einer hat Italienisch gesprochen und die anderen beiden Herren Englisch. Was wollten Sie denn? Ach, die wollten nur das Grab sehen. Blumen haben es keine gehabt. Was sind das für Leute? Ausländer. Warum wollten Sie das Grab sehen? Ihr Vater war ja nicht mal ein Strauß Blumen wert, also Freunde waren das nicht. Aber was wollten Sie? Ja, das ist merkwürdig. Es ist, als wollten diese Leute sich vergewissern,
Ist Hohmann da wirklich begraben? Es kommen einem die verrücktesten Gedanken. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Haus und ich fahre dann gleich weiter nach Starnberg. Du warst auf dem Friedhof? Ja. Mit Herrn Krupka, der neulich hier war. So, warum denn mit dem? Was wollte denn der da? Was hat er für einen Grund, da hinzugehen? Er wollte das Grab sehen, das interessiert ihn. Ja, mehr wollte er nicht? Du bist zu leichtsinnig wildfremden Menschen gegenüber. Ihr müsst doch über irgendetwas gesprochen haben. Worüber denn? Er meint, dass mit Vaters Tod etwas nicht in Ordnung ist. Er glaubt, es sei ein Verbrechen geschehen. Wie kommt denn darauf? Und er will es aufdecken. So. Was will er denn tun? Im Augenblick ist er nach Starnberg gefahren. Dorthin, wo sein Vater verschwunden ist. Wann kommt denn er zurück? Wo wohnt er denn? Im Hotel. Ist die Nummer. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Das sind die Kinder von meiner Schwester. Ich habe sie kommen lassen. Wissen Sie, damit ich nicht so allein bin, bis hier alles geklärt ist. Darf ich mich noch einmal umsehen im Gutshaus vielleicht? Ja, natürlich, wissen Sie. Manchmal habe ich ja wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich sitze hier gemütlich in seinem Haus und der arme Doktor liegt im Grab. Ja, kommt jetzt rein, es regnet ja furchtbar. So, ich glaube, ich gehe jetzt von da. Schon? Ja. Ich mache noch Kaffee. Danke, vielen Dank. Oh, ich habe ein schlechtes Gewissen. Warum denn? Oh, jetzt habe ich die Kinder hierher geholt, damit ich nicht so allein bin, nach allem, was passiert ist. Wollt ihr wohl leiser sein? Wo habt ihr das her? Das ist das Reservedach. Wo habt ihr das gefunden? Da im Wasser. Komm, schnell, zeig's mir. Komm her. So, jetzt zeig's mir, wo? Nein, hier nicht, weiter vorne. Nein, weiter vorne. Hier. Der Schleifkamm, da ist er. Das ist er. Der Schleifkarren von meinem Vater. Sie haben ihn umgebracht. Weingarten hier. Herr Krupka, ich höre, Sie sind noch in München. Wir sollten uns vielleicht noch mal sehen. Weingarten hier. Herr Krupka, ich muss Sie sprechen. Unbedingt, sofort. Wenn Sie herkommen könnten. Jetzt, ich will auf Sie warten. Ich habe Ihnen was zu sagen, Herr Krupka. Ja, Herr Krupka, nehmen Sie nur den Fahrstuhl. Erster Stock. Guten Abend, Herr Krupka. Nein, bleiben Sie nur drin, wir fahren runter. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Wir fahren gleich runter in die Garage. Ja, es dauert nicht lange. Wir nehmen meinen Wagen und fahren ein Stück. Nein, nein, nicht weit.
Hier lang, bitte. Das ist mein Wagen. Steigen Sie ein. Kann ich mal Herrn Kopka sprechen? Ist er auf seinem Zimmer? Moment, ich verbinde. Ja. Herr Kopka, hier ist Weingarten. Ja, das trifft sich gut. Ich wollte Sie auch schon anrufen. Ich komme aus Starnberg. Ich habe Ihnen was mitzuteilen, Herr Kopka. Es betrifft Hohmann. Ich kann es natürlich nicht am Telefon. Mhm. Verstehen Sie? Ja, ich komme sofort. Ja, bis gleich. Das macht doch nichts. Kommen Sie nur rein. Erster Stock, nehmen Sie den Fahrstuhl. Wieso? Ich habe Ihre Nichte angerufen. Sie gebeten, mitzukommen. Ja, das war doch... Das war doch nicht... Wenn du etwas zu sagen hast, das betrifft mich ja auch. Ja. Ich wollte Ihnen etwas zeigen. Ich wollte Sie bitten, mit hinunterzukommen in die Garage. In die Garage? Ja. Was willst du uns denn zeigen? Willst du mit uns wegfahren? Warum sagst du nichts? Hier geht's lang, bitte. Das ist mein Wagen. Steigen Sie ein. Wohin fahren wir denn? Du steigst nicht ein. Ja, wieso denn? Was ist denn? Steigen Sie aus! Ich hätte es beinahe getan. Ich war ganz nah dran, es zu tun. Verzeihen Sie mir bitte. Ich wurde erpresst. Erklären Sie uns das oben. Kommen Sie jetzt. Beinahe. Wenn du nicht gekommen wärst, warum bist du mitgekommen? Warum bist du mitgekommen? Das Konferenzzimmer war heute Nachmittag auf den Namen Babek bestellt. Babek? Ja, Zimmer 121. Ja, danke.
Babek? Hier ist ein Wagen. Der kann nur im Hotel da sein. Jawohl. Abreise 312, Babek. I thought it was a pretty good performance. What did you think of it, dear? I thought it could have been better. Guten Abend. Kennen Sie vielleicht einen Herrn? Oh! Help! Er ist tot. Von wo haben Sie den Fahrstuhl geholt? Third floor. Babek, was ich tun soll. Nichts. Da ist eine Tür offen. Thank you.
Mein lieber Herr Weingarten, was haben Sie auf dem Herzen? Sie sehen ja ganz verstört aus. Haben Sie schon gehört? Ja, ich habe gehört, dass Sie entsetzt sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was nehmen Sie, Kaffee, Tee? Nein, nein, danke. Für mich ein Cognac, bitte. Ja, mein lieber Herr Weingarten, ich höre, dass Sie nicht wissen, was Sie tun sollen. Stimmt das? Ja, deswegen bin ich hergekommen. Was soll ich denn tun? Oh, wenn Sie mich das fragen, das ist doch einzig und allein Ihre Angelegenheit. Brauchen Sie eine Zigarre? Nein, danke. Wieso ist es meine Angelegenheit? Nun, ich will Ihnen gerne sagen, wie wir über die Sache denken. Brauchen Sie eine Zigarre? Nein, nie. Wir kamen zu Ihnen, wir haben Ihnen gesagt, Ihr Schwager ist tödlich verunglückt, er ist ertrunken in Genua. Wir haben seine Leiche gesucht, aber leider nicht gefunden. Es liegt uns aber sehr viel daran, weil die Gründe spielen keine Rolle, dass er in München begraben liegt. Scheinbar begraben liegt, offiziell begraben liegt. Bestätigt von der Polizei in Genua und in München. Genua haben wir übernommen, München Sie. Sie haben den trauernden Anverwandten sehr gut gespielt. Sie haben gesagt, ja, der Mann da im Sarg, das ist er, das ist mein Schwager, das ist Hohmann. Und wir haben Sie dafür bezahlt. Wir haben Sie sehr gut bezahlt. Dafür und für die Folgen. Na Menschenskind, Sie werden doch einen Ausweg finden. Wie denn? Na, wenn Sie wie denn fragen. Ich weiß doch nicht. Danke. Dieser junge Mann ist nicht abzuschütteln, er geht mir dauernd nach. Aber er weiß nichts. Er fragt, er sucht, er lässt nicht locker. Aber er weiß nichts. Wenn er was erfährt? Na, das darf er natürlich nicht. Aber es ist doch nicht schwer. Wieso? Oh, seien Sie nicht so schwer vom Begriff. Sie haben doch alle Möglichkeiten, ihn total daran zu hindern, etwas zu erfahren. Hm? Total? Was meinen Sie mit total? Hm. Ein für alle Mal. Das kann ich doch nicht. Sie meinen, dass ich ihn... Ich bin doch kein Verbrecher. Nun, Sie haben nach einer Lösung für Ihr Problem gesucht. Ich habe Ihnen eine gesagt. Natürlich liegt es mir ferne, Ansichten, die Sie haben, in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Hallo? Sind Sie Herr Babek? Herr Babek ist noch nicht da. Sag doch bitte am Telefon, man möchte es in 10 Minuten noch mal versuchen. Nun ja, mein lieber Herr Weingarten, Sie entschuldigen mich, ich habe zu tun. Sie werden schon eine Lösung finden für Ihr Problem. Leben Sie. Warum wollten Sie das Grab sehen? Ich weiß es nicht genau. Sie glauben, es ist ein Verbrechen? Ja, das glaube ich. An meinem Vater bestimmt, an Ihrem vielleicht auch. Und beide Fälle gehören auf irgendeine Weise zusammen. Ihr Vater ist im Hafen von Genua ertrunken, Umstände rätselhaft. Mein Vater verschwand am Starnberger See. Vielleicht ist er auch ertrunken. Mein Gott, ja, natürlich. Das Haus liegt direkt am See. Das Haus von Dr. Brenner, von dem ich Ihnen erzählt habe. Kommen Sie, ich fahre gleich nochmal raus. Guten Tag. Ich hätte gern Blumen, einen Strauß oder eine Schale vielleicht. Können Sie das an ein Grab schicken lassen? Freilich. Welches ist es denn? Oh Mann, es liegt... Der Fotograf. Dann weiß ich schon, wo es liegt. Wir haben ja die Gräberpflege. Also, was darf sein? Vielleicht die Schale da? Es waren nämlich vorige Woche schon ein paar Herren da und haben danach gefragt. Oder vielleicht ein paar Asterin. Sagen Sie, wonach gefragt? Nach dem Grab von Hohmann? Ausländer waren es. Ausländer, sagen Sie?
Einer hat Italienisch gesprochen und die anderen beiden Herren Englisch. Was wollten sie denn? Ach, die wollten nur das Grab sehen. Blumen haben sie keine gehabt. Was sind das für Leute? Ausländer. Warum wollten sie das Grab sehen? Ihr Vater war ja nicht mal ein Strauß Blumen wert, also Freunde waren das nicht. Aber was wollten sie? Ja, das ist merkwürdig. Es ist, als wollten diese Leute sich vergewissern, ist Hohmann da wirklich begraben? Es kommen einem die verrücktesten Gedanken. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Haus und ich fahre dann gleich weiter nach Starnberg. Du warst auf dem Friedhof? Ja. Mit dem Krupka, der neulich hier war. So, warum denn mit dem? Was wollte denn der da? Was hatte für einen Grund, da hinzugehen? Er wollte das Grab sehen, das interessiert ihn. Ja, mehr wollte er nicht? Du bist zu leichtsinnig wildfremden Menschen gegenüber. Ihr müsst darüber irgendetwas gesprochen haben. Worüber denn? Er meint, dass mit Vaters Tod etwas nicht in Ordnung ist. Er glaubt, es sei ein Verbrechen geschehen. Wie kommt denn darauf? Und er will es aufdecken. So. Was will er denn tun? Im Augenblick ist er nach Starnberg gefahren. Dorthin, wo sein Vater verschwunden ist. Wann kommt denn er zurück? Wo wohnt er denn? Im Hotel. Ist die Nummer. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Das sind die Kinder von meiner Schwester. Ich habe sie kommen lassen. Wissen Sie, damit ich nicht so allein bin, bis hier alles geklärt ist. Darf ich mich noch einmal umsehen im Bootshaus vielleicht? Ja, natürlich, wissen Sie. Manchmal habe ich ja wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich sitze hier gemütlich in seinem Haus und der arme Doktor liegt im Grab. Ja! Kommt jetzt rein, es regnet ja furchtbar. So, ich glaube, ich gehe jetzt von da. Schon? Ja. Ich mache noch Kaffee. Und dann vielen Dank. Oh, ich habe ein schlechtes Gewissen. Warum denn? Oh, jetzt habe ich die Kinder hierher geholt, damit ich nicht so allein bin. Nach allem, was passiert ist. Wollt ihr wohl leiser sein? Wo habt ihr das her? Das ist das Reservedach. Wo habt ihr das gefunden? Da im Wasser. Komm, schnell, zeig's mir. Komm her. So, jetzt zeig's mir, wo. Nein, hier nicht. Weiter vorne. Nein, weiter vorne. Hier. Der Schleifkamm. Da ist er. Das ist er. Der Schleifkarren von meinem Vater. Sie haben ihn umgebracht. Weingarten hier. Herr Krupka, ich höre, Sie sind noch in München. Wir sollten uns vielleicht noch mal sehen. Weingarten hier. Herr Krupka, ich muss Sie sprechen. Unbedingt, sofort. Wenn Sie herkommen könnten. Jetzt. Ich will auf Sie warten. Ich habe Ihnen was zu sagen, Herr Krupka.
Messer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Hallo. Agathe? Noch mal zurückgekommen, Herr Doktor? Ja, ich habe was vergessen, aber ich fahre gleich wieder weg. Aha, weil Sie Ihren Wagen wieder in die Garage gefahren haben. Ja, ich habe nur noch ein paar Hausbesuche hier in der Nähe, ich gehe zu Fuß. Ja, also ich gehe dann. Ja, komm bitte. Sie haben keinen Wunsch, Doktor? Nein. Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren, Gartengeräte. Der Scherenschleifer ist da. Wenn Sie was zu schleifen haben, Messer, Scheren. Ja, kommen Sie rein. Rein? Die Herrschaften haben es eigentlich lieber, wenn ich das hier draußen mache. Ich nicht. Wie Sie wollen. Ah, Doktor. Wohin denn? Darüber ans Haus. Na, kommen Sie. Na, kommen Sie doch. Wir haben eine Menge Messer und Scheren zu schleifen. Nein. Machen Sie die Tür zu. Aber so eilig ist es ja doch nicht. Was zu trinken? Wenn Sie schon fragen, Herr Doktor, da sage ich Ihnen nein. Was ist es denn? Cognac.
Den kriegt man gewöhnlich nicht in solchen Häusern. So? Aber reinlassen tun sie dann auch nicht. Dankeschön. Man kann es den Leuten ja nicht verdenken, ne? Prost, Herr Doktor. Prost. Der ist gut. Der Keller, weiß man, wo der hingeht. Na, ich sagte schon, man kann es den Leuten nicht verdenken, nach dem, was alles heutzutage so passiert, Herr Doktor. Mein besten Dank. Wollen Sie noch einen? Herr Doktor, will ich unbescheiden sein. Aber ich hab ja genug da. Danke vielmals. Bitte. Danke sehr. Sagen Sie, wie lange machen Sie denn das schon, Scheren schleifen? Über 20 Jahre. Ja. Verheiratet? Ja, im Schwäbischen. Ja, so weit drum. So meine Tour, ne? März, April geht's los. Baden-Württemberg und dann ins Fränkische rüber. Ah, eine feste Tour? Ja, fest ist gar nichts. Und wo schlafen Sie denn so? Immer so in so Dorfkneipen, mein Doktor. Aha. Aber dann weiß doch niemand, wo Sie sind. Na, kein Mensch. Warum auch, Herr Doktor? Warum auch? Ja. Nochmal Prost. Mein besten Dank, Herr Doktor. Kann ich jetzt mit der Arbeit anfangen? Wo haben Sie nicht mehr so die Scheren? Warten Sie doch mal, ich glaube, ich habe da ein paar Kleidungsstücke für Sie, von meinem Bruder, der ist gestorben. Ja, der hat ungefähr Ihre Figur. Boah, Doktor, das wäre... Doktor, das sind doch nicht... Alte Sachen sind doch das nicht. Ja, aber das passt doch jedenfalls, ne? Ich glaube schon, aber Schuhe und Strümpfe auch? Naja, ich sag dir doch, ich kann nichts mehr damit anfangen. Ne? Wenn ich das darf, das ist ja großartig. Aber das ist doch eigentlich viel zu schade für mich, Herr Doktor. Ziehen Sie das an. Wollen Sie baden vorher? Naja, da kommen Sie doch sonst nicht zu. Ist überhaupt eine Idee, ich lasse Ihnen Wasser ein. Kommen Sie. Ja, aber Herr Doktor... Ja, und rasieren auch. Ne? Rasieren? Ja, wenn Sie das anziehen, können Sie doch nicht so. Ja, das stimmt wohl. Kommen Sie. Da. Grüß Gott, Dr. Brenner. Grüß Gott. So, Doktor, sowas habe ich auch noch nie angehabt. Das Hemd ist ja Seide. Aus Italien. Passt jedenfalls. Aus Italien. Drehen Sie doch mal um. Das ist ja großartig, wie das passt. Ihr Wohl? Danke sehr, Herr Doktor. Kann ich nur die Messer und Scheren haben? Wohl, so arbeiten kann ich ja nur eigentlich nicht. Halten Sie das an.
Warum soll ich denn das Amber halten? Drehen Sie um. Setzen Sie sich dahin. Herr Soxer, was ist denn mit mir, Herr Doktor? Was denn? Was denn? Was ist denn los? Was denn? Was denn? Sie sind ja schweißüberströmt. Sind Sie krank? Nein, ich weiß nicht. Hab nur was zu trinken gesucht, ich habe aber nichts gefunden. Im Kühlschrank? Ja. Was wollen Sie denn? Eine Flasche Bier. Ist doch hier alles. Dann gib sie her. Und Sie sagen, Sie haben nichts gefunden. Machen Sie mich nicht nervös, geben Sie mir ein Glas. Bitte. Ah! Sehen Sie mich nicht so an. Die Flasche ist mir aus der Hand gefallen. Ich sag ja, Sie sind krank. Unsinn. Wischen Sie das auf. Thank you.
habe Ihnen Ihr Bier hingestellt. Ja, danke. Haben Sie gebadet, Doktor? Wie kommen Sie darauf? Weil unten kein heißes Wasser läuft. Ja, ich habe gebadet. Oh. Aber nein, gehen Sie nicht drüber, ich räume schon auf. Sie? Ja, bitte, wie Sie wollen. Ja. Agathe! Ja? Agathe, bitte entschuldigen Sie, dass ich so unhöflich zu Ihnen war, aber ich fühlte mich nicht ganz wohl, aber jetzt geht's ja schon wieder. Ich hatte direkt schon Angst. Nein, dazu war nun keine Veranlassung. Ja, ist gut, danke. Ja, bitte, Herr Doktor. Erich? Ja, wo ist Barbeck? Ich muss Barbeck sprechen. Sag ihm, ich hab ihn. Ihr Gespräch, Herr Doktor. Barbeck? Ja. Ja, es handelt sich doch jetzt nur um... Mein Gott, ich habe nicht viel Zeit, Sie werden es doch verstehen. Also wann? Mein Gott, Barbeck, was verlangen Sie denn von mir? Sie müssen auch bitte an meine Situation denken. Ja. Ja? Jawohl. That is very nice, you know? That is fabulous. Danke. Herr Brenner? Herr Doktor! Es ist 9 Uhr. Guten Morgen. Seit 3 Tagen schlafen Sie wie ein Toter. Sie sind ja gar nicht wach zu kriegen. Sie irren sich, ich tue überhaupt kein Auge zu, nur in der Früh schlafe ich ein wenig. War ein Anruf für mich? Nein. Ja, vielleicht haben Sie es überhört? Nein, allerdings, ich war einkaufen. Ja, wieso? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen das Haus nicht verlassen, bevor ich auf bin. Was soll ich denn machen? Es ist 9 Uhr. Ja, mich wecken, mich rauswerfen. Ja, ist schon gut. Übrigens, ich hab den Hauser getroffen. Er sagt, er hat Zeit, das Bootshaus zu machen. Das Bootshaus? Ja, ich habe gesagt, er kann kommen. Ja, wie kommen Sie denn zu? Wie können Sie denn sowas sagen, das Bootshaus? Ich will den Mann nicht sehen, sagen Sie ab.
Aber Doktor, die Handwerker kommen doch, wann sie wollen. Fahren Sie hin, sagen Sie ab. Bitte, wie Sie wollen. Aber kommen tut er da nicht mehr. Haben Sie alles? Ja, ja, ich hab alles. Ja, Brenner hier. Wann? 11 Uhr? Es sind ja nur 2 Stunden bis dahin. Ja, wie soll ich denn das machen? Zwei Stunden? Sie sind ja wahnsinnig. Was denken sich die Leute denn? Agathe? Ja? Was ist denn? Ja, ich bleibe zu Hause heute. Sie können Ihren freien Tag nehmen. Wollen Sie nicht zu Ihrer Schwester rüberfahren? Aha. Ja, tun Sie das. Tun Sie das. Aus Rom mit Kurswagen aus Genua. Planmäßige Ankunft 11 Uhr. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Wo kommt denn der her? Aus Genua. Der Tote aus Genua? Ja. Sind Sie der Angehörige? Ja, ich bin der Schwager. Mein Name ist Weingarten. Gehen Sie, gehen Sie. Komm auf! Kaminski. Wo ist denn? Babek lässt grüßen. Ist nicht da? Er sagt, auf Dr. Brenner kann man sich verlassen. Ich sehe, man kann. Nimm doch Platz. Willst du ein Whisky? Nein, danke. Trinkst du nicht mehr? Nicht jetzt. Ist irgendwas schiefgegangen? Nein, aber... Erich, ich fahre durch die Stadt. Ich weiß nicht Bescheid. Ich muss fragen, bis ich das hier finde. Und ich habe einen Toten hinten drin. Zwar im Kofferraum, aber immerhin einen Toten. Ja, gib mir doch einen. Wer ist es? Ein Scherenschleifer. Lief er einfach so über den Weg? Ja, ich kann von Glück sagen. Ihr wolltet einen Toten und ich hatte keinen. Ist ja nicht mehr so einfach wie früher, nicht? Der Wagen ist abgesperrt. Kofferraum. Ja, was geschieht nun?
Ich habe ja wohl mit der Sache nichts mehr zu tun, oder? Nein, nein, keine Sorge. Die Sache ist in Italien geschehen, in Genua. Aber eines muss ich dich noch fragen, wie du es gemacht hast. Wie gemacht? Ja, wie du ihn umgebracht hast. Hm. Spielt das eine Rolle? Oh ja, für den gerichtsmedizinischen Befund, ja. In meiner Fischreise. Ich habe ihn da. Und dann... Ihr wolltet ja unbedingt einen Ertrunkenen. Ja, Babek dachte mir an einen normal Ertrunkenen, einen Schwimmer oder einen Segler. Du wohnst ja in einem See schließlich. Aber natürlich, so war es einfacher und bequemer für dich. Schwimmer, Segler. Seit Wochen haben wir keinen Wind mehr gehabt. Ich habe Babek wohl auch ganz richtig verstanden. Ja, was ist nun? Bekomme ich nun? Hier, mit bestem Dank von Babek. Seid ihr fertig? Ja. Aber er wollte mir nicht sagen, worum es eigentlich geht. Nein, du kennst den Mann nicht. Aber er ist in Genua ertrunken, ja? Ja, das ist er. Am 28. Nachts um 11. Aber ich empfehle dir, das zu vergessen. Flug 372 nach Tokio. Wir bitten Sie, Maria. Tut mir so leid. Er ist schon beerdigt. Aber wieso denn? Ja, wir konnten nicht länger auf dich warten. Ich verstehe das nicht. Ich habe dein Telegramm einfach nicht bekommen. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich weiß auch nicht. Wie ist das eigentlich passiert? Er ist ertrunken. In Genua, im Hafen. Ertrunken? Ja. Er ist von einem Schiff gefallen. Von Bord eines Schiffes. Die Italiener haben alles aufgenommen. Was hat er denn in Genua gemacht? Er machte Aufnahmen, eine Reportage. Ich weiß nicht genau, über was. Hast du ihn nochmal gesehen? Ja. Ich musste auf die Polizei. Dann haben sie den Sarg nochmal aufgemacht. Hast du einen neuen Wagen? Ja. Was macht er in Genua? Ich wusste doch immer, wo er hinfuhr. Er wollte nach Rom, nicht nach Genua. Tja, ich weiß auch nicht. Er hat nicht geschrieben? Nein. Es kann kein Verbrechen sein. Aber nein, wie kommst du darauf? Sein Tod ist doch untersucht worden. Ich meine, die haben eine ausgezeichnete Polizei in Genua und hier ist doch auch alles Mögliche angestellt worden. Ich meine, gerichtsmedizinisch. Nein, nein, er ist ertrunken. Wie kann ein Mensch ertrinken, der schwimmen kann? Gut schwimmen. Er war doch sehr sportlich. Ja, er hatte ein schwaches Herz, hat man festgestellt. Im gerichtsmedizinischen Institut. Hier, nicht in Genua. Trinkt im Hafen von Genua. Man kann ja nichts ändern, Marianne. Man muss ja weiterleben. Du kannst Babek jetzt sagen, es sei alles in Ordnung. Der Fall ist abgeschlossen. Verzeihen Sie bitte, ich hätte eine Frage. Ich kaufe nichts an der Tür. Ja, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Ich habe Ihnen gesagt, ich kaufe nichts an der Tür. Dankeschön. Verzeihung, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Ein Scherenschleifer? Nein. Hier ist doch kein Scherenschleifer durchgekommen, Wilma. Eben hast du dich noch darüber gefreut, dass deine Gartenschere endlich wieder schneidet. Ja, richtig, hier kam ein Scherenschleifer durch. Wie ging er weiter? Ja, ich glaube, darunter. Danke. Aber das sind schon 2-3 Wochen her. Bin Sie...
Es handelt sich um meinen Vater. Er meldet sich einfach nicht mehr. Aber er war hier in dieser Gegend, das wissen wir. Ja. Na, danke schön. Bitte sehr. Verzeihung, haben Sie vielleicht vor etwa 2-3 Wochen in dieser Gegend einen Scherenschleifer gesehen? Nein. Danke. Nein. Danke. Können Sie mir vielleicht sagen, ob hier vielleicht vor 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen ist? Garte? Verzeihen Sie bitte, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Entschuldigen Sie, stellen Sie eine Frage, ist hier vor etwa 2-3 Wochen ein Scherenschleifer durchgekommen? Verzeihen, ich wollte Sie fragen, ob Sie vor 2-3 Wochen einen... Das haben Sie mich doch schon einmal gefragt. Ach ja, verzeihen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn los? Ach, der sucht einen Scherenschleifer. Ja, er musste vor etwa 2-3 Wochen hier gewesen sein. Wenn Sie sich vielleicht erinnern? Na, nicht, dass ich wüsste. Aber vor 2-3 Wochen, sagen Sie? Ja, in den anderen Häusern hier war er. Na, ist nämlich so, ich hab da einen Schleifstein gefunden. Also von uns ist der nicht... Ein Schleifstein? Ja. Wenn ich mal sehen darf. Bitte. Ja, was ist denn für ein Schleifstein? Weiß ich doch nicht. Warum nicht mal? Ich muss mal eben nachschauen. Ich soll irgendwo hinlegen. Einen Moment. So, hier irgendwo. Ja, da. Ja. Was? Ja. Das sind die Handschleifsteine, die mein Vater benutzte. Das sind sie. Also wollen Sie einen solchen Stein ansehen, wem der gehört? Mein Name ist Krupka. Wo fanden Sie den Stein? Oh, von der Gartentür dahin. Aber von einem Scherenschleifer, der das verloren haben könnte, wissen Sie nichts. Na. Sie auch nicht. Das haben Sie mich jetzt schon zum dritten Mal gefragt. Nein. Verzeihung. Was heißt überhaupt verschwunden? Solche Leute haben doch keine feste Tour. Die leben doch wie die Zigeuner. Der wird sich schon wieder einfinden. Geht es da zum See? Ja, das sieht man doch. Mein Gott, das artet aber nun wirklich in Belästigung aus. Ach, der junge Mann ist doch ganz höflich. Verzeihung. Auf Wiedersehen. Gib mir Barbeck. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss unbedingt Barbeck sprechen. Einen Augenblick, Herr Kuckler. Ich rufe wieder zurück. Herr Junge, wann noch mal, Herr Doktor? Guten Abend, Doktor. Darf ich? Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten. Nur ein paar Minuten. Ja? Doktor? Irgendetwas stimmt nicht. Was stimmt nicht? Wie meinen Sie denn? Ihre Aufregung verstehe ich nicht. Ich bin aufgeregt? Ja. Bitte setzen Sie sich. Cognac? Danke. Doktor, mein Vater ist die Seestraße heraufgekommen. Man erinnert sich an einen Scherenschleifer. Bis zu diesem Haus.
Weiter rauf hat ihn niemand mehr gesehen. Und was schließen Sie daraus? Dass hier, Doktor, hier irgendetwas gewesen sein muss. Oh, Ihr Eifer in allen Ehren, aber vielleicht hat er seinen Schleifkarren eingepackt und die Gegend gewechselt. Warum sollte er das tun? Ja, warum sollte er es nicht tun? Ich glaube das nicht. Es ist was passiert mit ihm. Wie kommen Sie nur darauf? Mein Vater schickte meiner Mutter Geld. An jedem Ersten. Solange sie denken kann, hatte sie am Zweiten eines jeden Monats eine Überweisung. Diesmal nicht. Und meine Mutter sagte, fahr los. Es ist was passiert mit ihm. Na hören Sie, er hat es vielleicht vergessen, nicht? Und das Geld ist fehlgeleitet. Ja? Verloren gegangen. Nein, Doktor. Mein Vater liebte das Leben, das er führte. Er hätte sich niemals ein anderes gewünscht. Aber er war kein Landstreicher, wenn Sie das glauben. Ach, glauben, ich glaube gar nichts. Ich habe Ihren Vater ja gar nicht gekannt. Ich meine, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich bin Journalist, Doktor. Ganz unabhängig. Und gewöhnt daran, an der Sache zu bleiben. Ich habe mir im Gasthaus hier ein Zimmer genommen. Ich komme so oft wieder, bis Sie mir sagen, was Sie über meinen Vater wissen und was hier passiert ist. Guten Abend, Doktor. Erich, das ist er, wohnt im Gasthof, keine 200 Meter von hier. Die Sache muss schnellstens geregelt werden. Dazu bin ich ja hier. Standortmeldung, Seestraße 12, Haus Dr. Brenner. Nein, wir haben noch keine Nachricht. Ja? Jawohl. Ja, gut. Wir warten. Ende. Es gibt keinen Anlass, nicht den geringsten, irgendetwas anderes anzunehmen. Wir haben es hier zunächst einmal mit Dr. Brenner zu tun, der ertrunken ist. Der in seinem Bootshaus irgendetwas suchte wahrscheinlich, ich weiß nicht was, ausrutschte, ins Wasser fiel und ertrank. Aber Herr Kommissar, ich habe Ihnen doch gesagt. Ich weiß, dass Sie Ihren Vater suchen. Mit ihm irgendetwas passiert ist, und zwar im Haus von Dr. Brenner. Aber das vermuten Sie doch nicht. Aber ich habe dem Dr. Brenner seine panische Angst doch angesehen, als ich ihm sagte, ich komme morgen wieder. Und ich komme morgen wieder und er ist tot. Und da sehen Sie keinen Zusammenhang. Nein. Das ist doch nur ein Gefühl, das Sie haben. Was soll ich denn damit anfangen? Wir untersuchen den Fall und wenn wir auf einen Scherenschleifer stoßen, dann sagen wir Ihnen Bescheid. Ja, ich sage Ihnen gleich, dass ich nicht so lange warte. Der Tag, an dem ich den Schleifstein gefunden habe, ja, ja, warten Sie mal, das war, ich kam vom Einkaufen und die Wäsche habe ich noch abgeholt. Mhm. Den Wäschezettel, den müsste ich ja eigentlich noch haben. Moment mal, das war am 28. Am 28. Ja, ich erinnere mich noch genau an den Tag. Irgendwie war er krank, der Doktor. Krank? Pitschnass. Schweißüberströmt war er. So habe ich ihn noch nie gesehen. Er ist ja da noch zu Hause geblieben. Erst am Abend hat er sich umgezogen und ist ausgegangen. Und ich sagte noch, ob das richtig ist. Weiter? Was weiter? Na, sehen Sie weiter. Dann habe ich ihm die Flasche Bier raufgebracht. Da hat er gesessen. Am Schreibtisch. Irgendwie war er ganz abwesend, hat mich angesehen, dass ich dachte, na, sieht der Mann mich überhaupt? Hatte er das in der Tasche? Ja. Er ging in Bars, Sherry, zwei Whisky, ein Telefongespräch. An dem Tag, als er krank war, am 28. Am 28. Da hat er immer seine Besuche eingetragen. Hohmann. Wer ist denn Hohmann, ein Patient? Hohmann kenne ich nicht. Zwei Ausrufungszeichen dahinter. Nein, Patient ist das nicht. Die kenne ich ja alle. Ach, wissen Sie, seine Praxis war ja gar nicht mehr so groß. Da war so ein Prozess vor einiger Zeit. Prozess? Darf ich mal an den Schreibtisch? Ja, ja. Ach, vom Krieg her noch so eine Geschichte. Da sind dann viele Patienten gar nicht mehr gekommen. Was ist denn das? Eine Todesanzeige.
von einem gewissen Hohmann. Wiederum zwei Ausrufungszeichen dahinter. Ein Food-Reporter. Kenne ich nicht. Warum hat er sowas im Schreibtisch? Keine Ahnung, was ist denn mit dem Mann? Ertrunken im Hafen von Genua. Am 28. schreibt er in seinem Buch Hohmann, zwei Ausrufungszeichen dahinter. Die Todesanzeige ist vom 3., wonach ein gewisser Hohmann am 28. im Hafen von Genua ertrunken ist. Das weiß ich nur auch nicht. Und am 28. verliert sich auch jede Spur von meinem Vater. Darf ich das mal behalten? Ja, ja. Guten Tag, verzeihen Sie die Störung. Mein Name ist Krupka. Ich möchte zu Hohmann. Das ist doch richtig hier. Ja, ich bin Marianne Hohmann. Wenn Sie zu meinem Vater wollen... Ihr Vater ist am 28. vorigen Monats in Genua ertrunken. Stimmt das? Ja. Deswegen komme ich. Bitte. Dankeschön. Dr. Brenner? Mhm. Nein, den kenne ich nicht. Kannte Ihr Vater diesen Mann? Ja, das kann natürlich sein. Entschuldigen Sie, aber das ist alles aus einem ganz bestimmten Grund sehr wichtig für mich. Hat Ihr Vater vielleicht ein privates Telefonbuch, Adressbuch? Ja. Das ist nicht mehr gut zu lesen. Das hat lange im Wasser gelegen. Brenner. Nein, was ist mit diesem Dr. Brenner? Es muss da einen Zusammenhang geben. In seinem Notizbuch, da ist Hohmann eingetragen. Am 28. zwei Ausrufungszeichen dahinter. So fest, dass es fast das Papier zerfetzt hat. Was war in Genua? Waren Sie dort? Nein, ich war gerade in Jugoslawien im Urlaub. Als ich zurückkam, war er schon beerdigt. In Genua? Nein, hier. Er ist überführt worden. Mein Onkel hat alles für mich erledigt. Entschuldigen Sie. Was höre ich da? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Krupka. Ja. Und, was wollen Sie? Aber ich hab's dir doch gesagt. Ja, hat er dir den Grund gesagt, weswegen er herkommt? Weswegen denn? Der eigentliche Grund ist... Entschuldigen Sie, dass ich noch nicht darüber sprach. Ich suche meinen Vater, der spurlos verschwunden ist. Man sah ihn zuletzt am Starnberger See. Ein Mann von 57, groß, dunkel. Ja. Ja, und? Sie kommen zu uns, weil Ihr Vater verschwunden ist. Na, hören Sie mal, warum denn ausgerechnet hierher? Ein gewisser Dr. Brenner brachte mich darauf. Ich fragte auch ihn nach meinem Vater. Er war ungefähr so nervös wie Sie. Was heißt nervös? Ich bin überhaupt nicht nervös. Entschuldigen Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Was meint dieser Mann? Du hast recht, du bist wirklich nervös. Warum?